In diesem Video demonstrieren wir Ihnen, wie Sie einen Patienten für die Beatmung mit dem Babylog für N500 aufnehmen können. Im Babylog haben Sie die Auswahl zwischen drei verschiedenen Therapieformen. Tubus für invasiv beatmete Patienten, nichtinvasive Beatmung und O2-Therapie. Sie können die initiale Einstellung dieser Therapieform entweder über die Schaltfläche Tubus NIF oder direkt auf der Hauptseite über O2-Therapie vornehmen. Zur Demonstration wählen wir einen invasiv beatmeten Patienten. Das Babylog startet die Beatmung in einem voreingestellten Beatmungsmodus. Wenn dies konfiguriert ist, haben Sie die Möglichkeit, das aktuelle Körpergewicht des Patienten zuvor einzustellen, was wiederum die Beatmungseinstellung an das Körpergewicht anpassen wird. Diese vorkonfigurierten Beatmungseinstellungen können im System-Setup hinten individuell angepasst werden. Wenn Sie noch weitere Beatmungseinstellungen zu dem Modus vornehmen wollen, wählen Sie die Schaltfläche Beatmungseinstellungen an. Hier finden Sie die jeweiligen Parameter und weitere Beatmungsmodi zur Auswahl. Um einen Beatmungsparameter anzupassen, wählen Sie ihn an und stellen Sie ihn auf den gewünschten Wert. Bestätigen Sie die Einstellung unter Drücken des Drehknopfes. Wenn Sie in einen anderen Beatmungsmodus wechseln wollen, wählen Sie den Modus an, prüfen Sie, ob die Beatmungseinstellungen korrekt sind und bestätigen Sie unter Drücken des Drehknopfes. Sie können weiterhin erweiterte Einstellungen zu diesem Beatmungsmodus vornehmen. Vor dem Start der Beatmung prüfen Sie, ob die Alarme für den Patienten individuell eingestellt sind. Dazu wählen Sie die Schaltfläche Alarme an und prüfen die Einstellungen. Wenn diese korrekt sind, können wir die Beatmung über die Schaltfläche Beatmung starten und unter Drücken des Drehknopfes bestätigen.